Der Löwenzahn. Bei den Gärtnern ist er ja echt verschrien, weil er die ganz langen Wurzeln in die Erde macht. Aber wenn man sich das mal so anschaut, das ist ein zäher Bursche. Es ist Juni, der Löwenzahn ist schon verblüht. Der hat große Blätter inzwischen. Und aus den schönen gelben Blumen sind lauter kleine Fallschirme geworden, die Pusteblumen. Und die sind jetzt überall hingeflogen und sammeln sich erneut aus fürs kommende Jahr. Dieser zähe Bursche hat seine Tricks, um sich zu vermehren und standzuhalten. Selbst hier, wo alles Gras schon vertrocknet ist, hält sich die Löwenzahnpflanze noch immer saftig grün. Warum? Weil sie die Pfahlwurzel hat, die tief in den Boden geht, tief mit Mutter Natur verbunden ist. Während das Gras nur oberflächlich wurzelt und schon vertrocknet ist. Wir haben eine ziemliche Dürre schon wieder. Und das schon im Juni in der Altmark, jetzt schon ganz schlimm. Ja, und wenn ich hier so gehe, dann sehe ich wirklich nur noch, Brennnessel ist noch grün und der Löwenzahn. Der Löwenzahn, um den soll es heute gehen. Hier eine ganz große Pflanze. Der hat ganz viele Bitterstoffe und ist sehr gesund, nicht nur für die Kaninchen. Die Löwenzahnblätter, Stängel, Blüten, Wurzel ist komplett essbar. Entgegen der landläufigen Meinung, wie man manchmal hört, oh, die weiße Milch wäre giftig, das stimmt nicht. Es gibt manche Menschen, die da ein bisschen allergisch drauf reagieren, aber das stimmt eigentlich nicht, dass es nicht essbar wäre, sondern es ist komplett essbar, die ganze Pflanze. Aus den Wurzeln kann man sich auch einen Tee zubereiten, wenn man die trocknet. Die Wurzel kann man auch wie eine Karotte zubereiten. Die Pfahlwurzel, die sieht nämlich schon aus wie so eine Pastinake. Dazu gibt es aber vielleicht mal ein anderes Video. Heute geht es um die Blätter. Die enthalten ganz viel Vitamin C, eine Vorstufe vom Vitamin A, Kalium, Phosphor, Inulin, ganz viele tolle Stoffe und helfen uns, die Leber, die Galle, die Niere zu unterstützen, die entgiften, die entwässern, helfen gegen Völlegefühl. Meldet sich die grüne Biene wieder mit einem kurzen Video über das Essen von 3 Löwenzahnblättern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was soll das für ein komisches Video sein, wo ich 3 Löwenzahnblätter esse? Haha, eigentlich wollte ich gerade Löwenzähne für meine Kaninchen pflücken. Futter. Und da ist mir eine super tolle Challenge eingefallen, wo ihr mitmachen könnt. Und zwar lese ich gerade überall im Internet von Leberentgiftungskuren. Es werden Kapseln verkauft mit Mariendistel, Löwenzahn, Artischocke und vielen anderen Stoffen, die angeblich die Leber reinigen sollen. Da frage ich mich, ich esse zwar Nahrungsergänzungsmittel, sogar einige, die zeige ich euch an anderer Stelle mal, aber da frage ich mich doch ernsthaft, warum soll ich Geld ausgeben für eine Sache, die direkt vor meiner Nase wächst? Deswegen sparen wir heute Geld und tun was für unsere Leber. Die Challenge ist wie folgt. Wir essen einen Monat lang jeden Tag 3 Löwenzahnblätter. Ihr könnt mitmachen und eure Erfahrungen schildern. Der Löwenzahn ist super entgiftend. Er hat ganz viele tolle Nährstoffe. Ihr dürft natürlich gern mehr davon essen als 3 Blätter. Die Challenge heißt aber, dass ihr täglich mindestens 3 Blätter essen sollt und dann unter das Video schreibt, wie es euch damit ergangen ist, was ihr gefühlt habt, ob ihr eine Veränderung an eurem Körper bemerkt habt, ob vielleicht eure Augenringe weggegangen sind, denn die sind ein Zeichen für eine schlecht entgiftete Leber. Habe ich erst letztens gelesen. Also wenn ihr dolle Augenringe habt und euch fragt, wo das herkommt, obwohl ihr eigentlich genug geschlafen habt, dann könnte es an der Leber liegen. Könnte. Ansonsten ist es nie verkehrt, was für seine Leber zu tun, denn die Leber entgiftet. Die muss die ganzen Gifte aus der Ernährung rausfiltern. Und die kann sich zwar erneuern und nachwachsen und sich die Zellen von der Leber, die regenerieren sich zwar, aber das geht nur, wenn ihr auch wieder die Gifte loswerdet. Deswegen, wir pflücken ein wunderschönes Löwenzahnblatt,
schauen, dass kein komisches Vieh dran ist und fangen mal zu essen an. Naja, was soll ich sagen? Es schmeckt bitter. Und gerade die Bitterstoffe sind es ja, die uns eigentlich fehlen in der Ernährung. Ich glaube, mir wird es gut tun, wenn ich das jetzt mal einhalte. Hier ist irgendwas Schwarzes, den Stiel schmeiße ich mal weg. Und dafür esse ich dann noch ein viertes. Ich glaube, das halte ich aus. Ihr seht, ich verziehe schon ein bisschen das Gesicht. Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Wenn man das jeden Tag macht, schmeckt es nicht mehr so schlimm. Wenn ihr es gar nicht aushaltet, dürft ihr euch die auch in einen Smoothie reinmachen oder auf ein Butterbrot mit Salz legen, dann schmeckt es nicht so schlimm. Aber doch, es geht schon. Eins. Gut, ich wollte ja noch mehr essen. Da ist auch was dran. Also wenn ihr irgendwelche doofen Stellen da dran findet mit Käfern oder Eiern, dann dürft ihr es natürlich abmachen. Und das machen wir jetzt mal einen Monat jeden Tag. Ich bin mal gespannt, was das bewirkt. Wer macht mit von euch? Schreibt mal drunter, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt ja dann später nochmal euer Ergebnis schreiben, aber erstmal so bin ich mal gespannt, wer sich drauf einlässt. Und natürlich ist es wichtig, dass ihr das nicht an der Straße pflückt. Wenn ihr in der Stadt wohnt, habt ihr es vielleicht schwer, an so einen Löwenzahn zu kommen. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das vielleicht verbindet mit einem täglichen Spaziergang. Irgendwo, wo nicht gerade die Hunde hinpieseln und die Autos fahren. Ich habe ja hier das Glück mit diesem tollen Garten. Noch ein Blatt. Löwenzahn, Löwenzahn, zünde deine Lichter an. Nummer 3 geschafft. Ich esse aber noch ein viertes. Ein kleines esse ich noch. Und dann mache ich mal Gras für meine Kaninchen und Löwenzahn. Man sieht sich. Bis dann. Mm-hmm.